zum, sagen wir zum Beispiel mit Schutzobservation. Bloß zum Beispiel, ich kann Sie Ihnen gerade mal ein bisschen verklären, dass ob es da davon hin. Jetzt kommen Sie mal, jetzt passen, bleiben Sie, ich kenne mich aus, Sie brauchen mich bloß nicht fragen. Jetzt bloß zum Beispiel, passen Sie auf, zum Beispiel, die Fahnder fanden das Leben des Opfers aus noch vor dem Täter. Der Staat ist vor dem Täter am Tatort, kann mit dem Kronzeugen die Fahndung noch vor der Fahndung anfahnden, hat den Täter noch bevor es zur Tat gekommen ist und kann sogar die Tat noch vor dem Täter selbst ausführen. Ha? Oh. Ja. Also das... Das Konzentrat von Rechtsstaat ist heute das Denunziat. Instant Justiz. Ja, recht schnell aufgegossen. Es pulverisiert sich im Gebrauch. Man kriegt einfach mehr Wahrheit aus einer Packung Recht. Nicht? Aber Bayern ist auch vorn beim Datenschmutz, beim Demonstrationsunrecht, bei der Erteilung von Abreibungen an schwangere Frauen. Wow, 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 wow. Dann Aidspflicht, ja. Sicherheitsgefetze. Da sagt ja der Zimmermann, wird sich in Deutschland allmählich nicht mehr nach dem Recht gerichtet. Das Recht wird gerichtet. Das ist bloß sprachlich ein bisschen verknappt. Und man fragt sich, welchen Ruinencharakter muss deutsches Recht haben, 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 bevor es unter Denkmalschutz kommt. Wie Wackersdorf zum Beispiel. Ganz wichtig auch. Wiederaufbereitung für Deutschland. Ganz wichtig. Ha ja, gerade auch für den Tag nach Strauß. Warte mal, aber der ganze Abfall muss doch irgendwie beseitigt werden. Boah. Sie können den Strauß nicht auch vielleicht noch nach Pakistan oder Libyen verschieben, der Herz voraus. Und entlagern geht bei ihm gar nicht. Nein, denn genauso wie sich entgelagerte Radioaktivität freisetzt bei Erdbeben, umso mehr setzt sich, je mehr an Ungeheurem passiert im ganzen Land, umso mehr gefährliches CSU frei. Ja. CSU ist in Bayern wie ein Geschwür. Wisst ihr, wenn sie das wegschneidet, dann kommt gleich dieses Vakuum nach dem Nichts, in dem die Metastasen blühen. Ja? Das geht ja noch ganz schnell zu Ende und deswegen lässt man sie lieber dran und hat so noch ein paar schöne Jahre zu Hause. Ja, 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 ja. Und so einfach ist das ja lange, lange nicht. In Bonn, ja, obwohl ja da die Regierung doch auch froh ist, wenn eine Wahlperiode zu Ende ging, in der die Regierung so oft ihre Tage hatte, dass Neigeburten von vornherein ausgeschlossen waren. Es wird einem ja doch alles vorhergesagt, was wir im Nachhinein dann entscheiden sollen. Ja, was sagt der Kohl? Wir sind ein demoskopischer Rechtsstaat geworden. Wir hatten eine Meinungsforschungsfreiheit. Ja, man fragt nicht mehr uns, haben Sie zu Kohl eine Meinung? Wir fragen die, haben Sie zu Kohl eine Meinungsforschung, die wir dann äußern könnten? Meinung fällt bei uns unter die neue Kapitalflucht. Ja, der Abfluss unseres einzigen demokratischen Vermögens Meinung ins Ausland. Meistens ist es ja Amerika. Viele legen ihre Meinung Lyra in Amerika an. Ja? Da sagt der Kohl auch, was brauchen wir auch noch? Meinungen, das Land nicht. Es geht uns gut.
Was heißt Arbeitslosigkeit? Soziales, das sind doch Minderheiten, nicht? Wir haben ein Mehrheitsprinzip, so funktioniert der Demokratie. Wenn es bloß 51% in Deutschland gut geht, dann geht es uns absolut gut. Ja, das Gutsein hat dann die absolute Mehrheit. Und da merkt man eben doch, wie sie das in Deutschland allmählich der Demokratie zum Aphorismus wird. Ja, die Kurzform eines Gedankens, ein Gag. Ja. Wahl ist alle 4 Jahre die schlagartige Erhellung, wie es sein könnte. Ja, wie es zum Beispiel die Verfassung vorgibt. Nicht? Obwohl gerade die ist auch negativ besetzt. Es gibt Verfassungsbeschwerde, Verfassungsfeind, Verfassungsklage. Verfassungswidrig, verfassungsmäßig. Sie ist negativ besetzt. Man sieht es auch unter der Besatzung zustande gekommen. Also praktisch als Strafe für den Krieg diktiert worden. Naja. Nach dem Ersten Weltkrieg war es Versailles, nach dem Zweiten die Verfassung. Also. Es ist nicht das Einzige, was wir von den Amerikanern haben. Na, wir haben auch den Konsum und Kreditkart, den Glauben als Kreditkart, das gibt es da schon. Es glaubt sich bargeldloser. Glaube kommt ja von Kreditkart, glaubewürdig. Das gibt es ja auch in Amerika. Ja, denken wir. Ah. Was wissen wir von Amerika? Klischees, ist ja klar. Guck mal. Was wissen die von uns? Das interessiert ja uns erstmal. Guck mal. Für Amerikaner sagen, ist Europa gerade, naja, ein bisschen differenziert ist es natürlich, aber sagen wir mal, Frankreich wäre für die Amerikaner Mode und Essen. Na, war. England natürlich Royal Family. Mehr ist ja fast nicht drin. Nein. Deutschland ist Mauer, Nazi und Terror. Ne? Lederhose ist auch schon lange durchgesessen. Und von den Italienern wird ihnen doch immer erzählt, wie schnell da die Regierungen wechseln. Jetzt wieder, damit sie sehen, dass Demokratie eben nicht funktioniert. Klischee. Mehr haben wir von denen auch nicht. Ne. Der deutsche Durchschnittler kennt doch von Amerika gerade Dallas und Denver. Ja. Die Wegwerfware, ja? Keine Wahrheit, keine Fiktion, kein Spielfilm, nichts, nur das blanke Leben in der Reihe, immer das Gleiche. Sagen wir mal, Moment, ich hab gleich. Software. Ja, nicht Hardware. Leben ist nicht programmierbar. Leben ist, was man eingeben muss. Software. Aber die Software Leben ist außerhalb von Dallas eine Hardware. Harte Wahrheit, habe ich eigentlich gemeint. Na, ist egal. Wenn man dann ins Leben umschaltet, nicht wahr? Denn die Realität im deutschen Fernsehen wäre am liebsten doch nur noch Guldenburg und Schwarzwaldklinik und Dallas und Denver. Aber auch da ist Bayern ja vorn. Ja? Was nicht Traum ist, wird aus dem Programm herausgenommen. Wisst ihr? Ja. Die Fantasie muss angestachelt werden. Liberal. Wenn ich in einen Sexclub gehe, dann will ich das Höschen sehen. Was drunter ist, stelle ich mir vor. Bloß nackt ist oft erschreckend wenig. Demokratie in Deutschland stelle ich mir vor. Die nackte Demokratie ist in Deutschland oft erschreckend wenig. Und das Höschen der ARD, also die Bayerische Fernsehintendanz, erweist der Demokratie immer wieder einen Bärchendienst. Einen Bärendienst, ja? Wenn ich alle. Guck mal da! Wenn ich alles unzensiert sehen kann, will, da wird ja mein Rechtsempfinden überhaupt nicht gestört. Und der Deutsche braucht einfach zur kritischen Einstellung den Druck. Ja, was er hat, das gilt ihm nichts. Nee, der Deutsche ist eigentlich nur für den Weg geeignet und nicht fürs Ziel. Tja, wenn es nicht vorwärts geht, dann geht es eben wieder rückwärts, ist doch egal. Nicht? Hauptsache irgendwohin, nur nicht dahin.
auch der Bayern Verdienst. Ja? Die haben eine Grabkammer unserer demokratischen Titanic bewahrt davor, sich mit Wasser aufzufüllen. Wenn die das ganze Schiff nicht halten kann, da geht sie wenigstens als Symbol mitunter. Ach so, na ja, und das darf man nicht gefährden. Das wollen wir ja auch gar nicht gefährden, denn wir sind ja wieder auf dem Wege, wollen wir mal sagen, deutsch zu sein. Nicht wahr? Obwohl ich mir ja oft denke, ach Gott, na ja, also den typischen Deutschen, gibt's den eigentlich? Ich gucke mich oft in den Spiegel und denke, sehe ich Deutscher wirklich aus, wie ich als Deutscher? Also wie einer, der mir fremd ist? Sehe ich einem Deutschen ähnlicher als mir oder der Deutsche mir ähnlicher als ich? Bin ich man selbst oder ist man deutsch? Da haben wir ja Probleme mit, ne? Mit dem Deutschsein? Schon. Nicht umsonst sind die Deutschen immer die Auswanderer, nicht? Amerika ist voll von Einwanderern, komisch, nicht? Die Deutschen wollen immer raus, ja? Das hängt aber auch zusammen, wissen Sie, mit dieser Suche und dem Tiefen, ja? Der Deutsche will ja immer tief sein, nicht? Das sagt der Deutsche auch von den Amerikanern, dass sie so untief sind. Das sagen wir doch, nicht? Die sind so oberflächlich, so reden wir doch daher. Die kennen keine Freundschaft, das ist doch unsere Meinung, nicht? How are you? Schon dieses Entsetzen auf amerikanischen Gesichtern, wenn man als Deutscher diese Frage ernsthaft beantworten möchte. Ja? Auf der anderen Seite kennen die Amerikaner ja nur wieder keine Bekannten sprachlich. Die sagen nie, das ist ein Bekannter von mir. Kennst du die, bist du gleich Friends. Ja, Freund, ja. Man kennt sich, aber man will nichts von einem. Das ist das Angenehme. Nicht? In Deutschland fremd sein, das geht tief, das verpflichtet, ja. Aber fremd sein ist auch manchmal nicht so tief zu gehen. Nee, das kann der Deutsche nicht. Nicht bei Friends. Nee. Der Deutsche will immer noch mehr geliebt sein, als er selber schon liebt. Ja. Bei den Amerikanern gibt es auch kein Sie oder Du, zumindest alles You, Du, ja? Herr Schmidt, kannst du mal? Oder auch Herr Schmidt, kannst du mich mal? Aber Du eben, nicht wahr? Sehr diesseits, wie radikal diesseits. Ja? Wir Deutschen sind ja mehr jenseitig. Ja, das, was weitergeht, daran hängen wir. Im Urlaub auf Zuhause freuen, zu Hause auf den Urlaub freuen. Nur nicht im Urlaub, immer im Urlaub freuen und ja nicht zu Hause. Nein. Immer jenseits von Gegenwart in Zukunft oder Vergangenheit. Ja, der deutsche Mensch lebt von der Würde. Würde ich so sein, wäre ich doch. Ja, das ist wahr, das ist so, ja. Das ist wahr, ja. Ja. Wir kommen nie auf die Idee, das diesseits zum Ziel des Daseins zu machen. Und das können die Amerikaner. Wenn da was ausgestorben ist, das kommt ins Museum. Und die es ausgestorben haben, die stiften noch das Museum. Ja? Ja. Wir rennen um den verlorenen Wald. Die sagen, wieso im Museum muss doch genug weiter rein? Da wollte ich es mal angucken, reicht doch. Wir fragen nach Sinn, die fragen noch nicht mal nach dem Unsinn. Ja. Aber das Umgehen mit Altersproblemen, das fällt Ihnen aber leichter, merken Sie schon, ne? Kommen so einfache Altersprobleme, ganz einfache Sachen. Sagen wir nur so als Beispiel, ja? Sagen wir so Arbeitslosigkeit oder sowas, ja? Hier ist ein Gezeter wegen 10% Arbeitslosen, die machen sich was draus. Die sagen sich, Moment, wo können wir das dafür gebrauchen? Sagen wir zum Beispiel, ach ja, natürlich, für Wahlen. Nur mal so als Beispiel, pass mal auf. Die Wahlbeteiligung beträgt in Amerika bei Präsidentschaftswahlen, das ist überhaupt das allerhöchste der Gefühle, vielleicht 50%. Sonst sind es vielleicht 20%, so bei Kommunalwahlen oder sowas. Gewählt wird auch nicht wie bei uns sonntags, wo jeder frei hat, sondern dienstags, wo keiner frei hat. Und dienstags nur dann nicht, wenn dienstags Feiertag wäre und jeder frei hätte. Man kann doch nicht einfach wählen, so wie wir, so hin und wählen. Nee, man muss sich zum Wählen vorher registrieren lassen, auf einem Amt, das hat aber nur auf Werktag zwischen 9 und 3, wo keiner frei hat. Also, wer wählt, die frei haben, dienstags die Arbeitslosen?
Und die wählen natürlich unter keinen Umständen ein, unter dem sie dienstags nicht mehr frei hätten, nicht mehr wählen können, wenn die Arbeitslosigkeit abgeschafft wird. So sind wir. Ja, Amerika. Ja. In Deutschland wählen wir zu fast 90%. Und ich meine, bringt es mehr? Lächerlich, ja? Entschuldigung, ist doch albern, ja? Das deutsche Volk ist vielleicht souverän, aber naja, klein geschrieben, ja? Nicht Substantiv, Adjektiv, Beiwort. Das deutsche Volk ist Beiwerk für die Subjekte in der Regierung. Ja. Ist eben alles nicht so ganz echt. Aber Amerika ist auch nicht so ganz echt. Ja, ist mir ein Land des Unechten. Das ist alles Kopie, alles. Städtenamen, Straßennamen, Charakterzüge, Stile, alles Kopie. Amerika ist ein großes Duplikat, aber so viel Duplikate auf einen Haufen. Das ist schon wieder original. Ja. Das ist noch nie kopiert worden. Schon wie sie die Geschichte nachstellen, ja? Nein, nicht der Geschichte nachstellen, Dativ dahinter, komm, nein. Die Geschichte nachstellen, Akkusativ. Ja? Natürlich im zeitgenössischen Kostüm, das ist ja klar, ne? Ja? Auf modern gemacht, ja? Amerika ist ein großes Museum, besiedelt von Schauspielern, die sich kleiden wie Leute aus dem 20. Jahrhundert. Alles ist im Stile von, auch die Freiheit, dieses große Symbol, das ist ja nur im Stile von, ja, von den Indianern in dem Falle. Ja, den Indianern hat man genommen Land, Identität und Freiheit, also genau das, wofür Amerika heute so gepriesen wird. Ne? Wir haben sie auch erkämpft. Gekriegt. Die Freiheit gegen jemand. Aber die Amerikaner gingen ja davon aus, es gibt eine gewisse Kapazität von Freiheit auf der Welt, die muss man sich nehmen, und zwar nicht nur gegen jemand, sondern auch von jemand, damit der sie dann nicht mehr hat. Die Freiheit ist ja eben erst renoviert worden, ne? Oder war die Statue? Nee, es war. War nur die Statue. Es war natürlich nur die Statue. Aber wissen Sie, diese Renovierung des Selbstgefühls Freiheitsstatue hat ja die Freiheit auch nicht ansehnlicher gemacht. Aber was? Sie hat den Steuerzahler zwar nichts gekostet. Das haben Firmen übernommen. Das kennen Sie schon von Olympia her. Da ist das in Amerika genauso. Bloß haben diese Firmen natürlich auch dafür die kommerzielle Ausnutzung der Freiheit übernommen. Also davon hat der Steuerzahler auch nicht. Ja, er kann die Freiheit heute nur käuflich erwerben, mittelbar über Produkte, die irgendwie mit der Freiheit zusammenhängen, unter keinen Umständen sie selbst. Also auch heute wieder ist die Freiheit, wie so oft Symbole, innen hohl. Nicht wahr? Und man muss Eintritt zahlen, um in die Freiheit hineinzukommen. Oder war die Statue? Symbolträchtig. Symbolniederträchtig. Wer sich nicht leisten kann, die Freiheit, tja, der muss eben selber gucken. Ja? Das ist Amerika. Das ist Amerika. Die sich selbst gucken müssen. Sich selber kümmern. Diese amerikanische Grundüberzeugung, dass der Staat den Eingriff in die Lebensführung des Einzelnen auf ein Mindestmaß begrenzen soll. Scheitert bei uns schon deswegen, weil wir das ja gar nicht kennen. Lebensführung. Way of life, Weg des Lebens, Stil des Lebens, das kennen wir doch gar nicht. Liegt bei uns aber an der Übersetzung. Hm? Way of life, wir übersetzen das mehr mit weg vom Leben. Alles in Staates Hände, alles organisiert, das ganze soziale Netz, Meldenetz, alles gehört alles dazu. Das ist ja auch nicht, was in Amerika funktioniert. Ja? Nein, die haben noch ein verbrieftes Recht zum Wechseln der Identität, müssen Sie sich vorstellen, und ein staatliches Verbot, alle Bürger zu registrieren. Das haben die noch. Wir sind da schon im Umdrehen, nicht? Wir haben bald ein Verbot der Identität und mindestens das staatliche Recht, alle Briefe der Bürger zu registrieren. Vielleicht brauchen wir das, kann ja sein, dass wir das brauchen, ist ja möglich. Dieses geregelte Leben, ja, dieses gehaltene Sein. Ja. Der Deutsche wird ja angehalten, wie er sei. Diese berühmte Hamlet-Frage, dieses kennen Sie auch, dieses, wie heißt das,
sein oder nicht sein. Tja, der Engländer beantwortet sie bekanntermaßen, indem er sie einfach belässt. Nicht? Das ist hier die Frage. Schluss, ausreicht ja völlig. Ne? Der Deutsche beantwortet sie natürlich mit einer Gegenfrage und völliger Ratlosigkeit. Sein oder nicht sein, wen soll ich hier fragen? Ja. Und der Amerikaner sagt bloß völlig unverständlich, sein oder nicht sein, ja, was ist die Frage? Ja. Sehr diesseits eben, ja? Radikal diesseits. Deswegen sind ja zum Beispiel auch in Amerika die Gotteshäuser zwar größer wie in Europa, aber die Menschenhäuser sind noch umso viel höher. Weil auch für den Gotte gilt, du sollst keine höheren Häuser neben mir haben. Guck mal, das Empire State, das ist nicht nur hoch, man ist auch schnell oben. In einer Minute ist man im Himmel. Ja, aber schneller kann der Tod auch nicht sein. Den Tod überholen wollen, anders kann sich Gott auch nicht fühlen. Und wenn der Amerikaner so hoch zu Dache sitzt, da staunt man eigentlich, wie klein der doch ist. So ein Mensch müsste viel größer sein, minimal 5 Meter. Denn ein normaler Mensch in seinen normalen Maßen, der fühlt doch diese Konfektionsgröße Amerika sonst ja nicht. Als Einzelner. Ja, als Masse schon. Als Ware. Als Massenware, eben. Deswegen muss er als Einzelner ja doch wieder nicht größer sein, nicht? Als der wir Deutsche darüber kommen. Der normale, einzelne, kleine deutsche Mensch, der wird ja noch kleiner. Sie? Was wir nur von den Kathedralen und Domen kennen, aber gegen die Wolkenkratzer macht ja der Kölner Dom die Gestalt einer Pommesbude. Nicht? Naja, nur, ich meine, nicht fettend, ja? Was der Klerus geschafft hat in Europa in Jahrtausenden, an Menschen an Gefühl zu vergeben, im Angesicht von solchen Domen und Kirchen sich so mickrig zu fühlen, das schaffen die Amerikaner mit sonorer Weltlichkeit und ohne Gott. Und überall spiegelt sich diese Größe, weil ja überall Spiegel sind. Auf dem Empire State, bis in die letzten Höhen, alles verspiegelt. Warum? Guck mal. Der Deutsche steht da oben, ja? Und gucken. Alles so weit und so unerreichbar, man wird so klein, nicht? Der Deutsche ist auch so gern so klein. Na gut. Er hat also den Spiegel im Rücken und die Aussicht vorne. Na schön. Der Amerikaner dreht sich um und hat im Spiegel die Aussicht, die er im Rücken hat. Da er aber vor dem Spiegel steht, also vor der kopierten Aussicht, sieht er sich vor dieser kopierten Größe unmenschlich viel größer. Und dass er das kann, das ist das Göttliche an diesem Menschen. Ja. Wenn keine Wolken da sind. Das ist ja klar. Ja, klar. Aber auch für diesen Fall sagt der Amerikaner Kunststück. Der Mensch hat eben nicht Gott und Gottvertreter. Nein. Der Mensch hat den Menschen im Alltag, wenn nicht die Sterne, so doch die Wolken erobert. Man ist selbst Idol geworden. So sieht's der Deutsche. Und das ist ihm natürlich unheimlich. Da kriegt er Angst. Aber die Frage ist für uns Deutsche wie auch immer, kennt der Amerikaner auch diese Ängste? Kennen die überhaupt Ängste? Wie gehen die um mit Ängsten? Guck mal, nur mal so als Beispiel, nur mal angenommen, nur mal. Graffiti, ja, diese Vollsprühkunst, nur mal so als Beispiel. In Amerika sind alle U-Bahnen und natürlich auch alle Schilder, die Warnungen aussprechen, das Leben schützen sollen, vollgesprüht und dicht besudelt. Niemand kann erkennen, wie er sich bei Gefahr zu verhalten hat, aber jeder weiß es. Jeder hat griffbereit ein paar Dollar, damit er seinem Räuber begegnen kann. Ja. In Deutschland ist alles gestriegelt geputzt. Der Deutsche kann immer lesen, wie er sich wann verhalten muss. Man trifft ja den Deutschen nie ohne Beipackzettel oder auch als, das kommt dann auch vor. Nicht? Aber wenn dann eine Gewalttat passiert, sagt man ja nicht, wieso hast du dich nicht gewehrt? Ich weiß es nicht, ich hab den Zettel nicht gefunden. Ja. Ja. Da wäre er gewesen. Ja. Jetzt ist es zu spät. Wir brauchen die Gebrauchsanleitung, aber da wir es schriftlich haben, können wir es getrost nach Hause tragen. Nur da verlegen wir es ja meistens. Merken es uns aber auch nicht, weil wir sagen, ja, irgendwo ist es ja aufgeschrieben. Wir glauben an die Unfehlbarkeit des Zettels.
Ja, wir haben den Zettel. Und wenn wieder nichts passiert, gewöhnt man sich allmählich dran. Ellen war es Atom egal. Aber erst wie Tschernobyl dem Deutschen ins Leben ging, da hat er gemerkt, ah, Demokratie ist ja auch einmal selber Stellung zu nehmen. Das Verrecken fördert das Eigenständige, die Demokratie ohne Zettel. Gell? Und wenn wieder nichts passiert, gewöhnt man sich allmählich an Atom. Man hat das ja überall aufgeschrieben, wie man sich gewöhnt hat, durch Rauchen und Schnaps und Auto umzukommen, weil man sich an die Angst gewöhnt hat. Man macht sich nichts mehr draus. Tausende sollen immer noch an den Spätfolgen sterben. Ja, wenn sie so leben. Viele wären doch vorher überfahren oder sterben, ja, durch Herz oder Tod. Ja. Wenn man an den Spätfolgen stirbt, ist man oft schon lang, lang tot. Das beste Mittel gegen die Angst ist ja die Angst selber. Und bitteschön, Tschernobyl war das beste Mittel gegen Gaddafi-Angst. Und heute ist doch AIDS-Angst das beste Mittel gegen Atomangst. Jede neue Angst verdrängt doch bloß die vorherige. Nach AIDS und Atom hat der Wald überhaupt keine Chance mehr. Umwelt, awa! Seveso, vergessen! Harrisburg, wie spricht sich das? Bhopal, den Geiger kenn ich gar nicht. Wir lassen Angst zerfallen wie Jod und Cäsium. Sie bewirkt nicht mehr, weil wir sie ja nicht spüren. Wie Atom auch, denken wir. Katastrophen bewirken nichts bei uns. Ja? Wir verbrauchen sie bloß noch. 1945 war wenigstens nach der Angst und Katastrophe noch eine Demokratie drin für uns. Heute reicht's gerade zum Verstärken der alten Position. Wir sind doch im Verbrauch von Angst luxuriös geworden. Ja? Katastrophen müssen ja mindestens als Fälle heute aufgearbeitet werden. Alle amerikanisches Fernsehen inklusive Werbespots. Arbeitslosigkeit, Datenschutz, Umwelt. Ach du lieber Himmel, ist doch abgegriffen. Will doch keiner mehr wissen, ist ja langweilig. Wird nur noch durch Fälle interessant. Wir haben AIDS, Norbert ist arbeitslos. Walter von der Umwelt erschlagen. Frank hängt unter Palmen. Deutschland berauscht sich an Fällen, die davon schwimmen. Gestern reichte ein Autounfall, ich han auch gut, ich täten liegen lassen. Ich tät sag ihr hin, sorg ich bereit, ich äts und Atom und der verreckt durch ein Auto, das ist ja ein Luxus. Also, uns beherrscht die Angst nicht mehr. Nein, wir beherrschen sie. Angst ist verzehrfähig geworden. Ja? Mit der Angst leben lernen, an ihr drehen. Und wenn alle durchdrehen, sage ich im Einvernehmen mit meiner Regierung, Hauptsache gesund. Ja, ja, ja. Hauptsache wir leben. Ja? Denn das ist doch das, wissen Sie, was wir mit dem großen Amerika eigentlich gemeinsam haben. Auch bei uns hat der, naja, wie soll ich mich ausdrücken, der Lernprozess nicht viele Instanzen. Pater Noster. Den kennen Sie gar nicht. Nein, ist einer von uns, Sie und ich. Na, ich weniger, einer von Ihnen. Ich will mich nicht ausnehmen, deshalb sage ich ja schon, uns ist doch egal. Irgendeiner, wir sind ja alle nur irgendeiner, ist doch völlig egal. Pater Noster Terzo Piano, zu Deutsch, ich möchte im dritten Stock aussteigen, lag im Staube und bat. Nicht, wie wir das in unserer Christlichkeit ja auch so tun. Christlichkeit ist ja vor allem bitten, nicht? Bitten umgeben, also umgeben zu bekommen, kriegen, zur Not auch mit Gewalt. Zur Not auch mit Gewalt, also bitten umgeben, ja. Nicht bitten und geben, da haben Sie sich richtig verhört, nein. Bitten umgeben, nicht und. Dieses und ist ja das ewige Missverständnis des Christentums. Einmal falsch übersetzt und Jahrtausende gehalten, irre.
An einem Und hängt die ganze Illusion vom Christentum. Bitten umgeben, also wir wollen haben. Wie sagt man da in einem Wort? Ja, Christentum, hab's ja gerade gesagt, Christentum. Ja. Bitten um, nicht und. Es könnte natürlich auch Und heißen, dann hätte es aber mit Christentum nichts mehr zu tun. Egal. Pater Noster Terzo Piano lag also und bat um. Es war so die Zeit, aber das Gnadengesuch der Menschheit vor dem Herrn bereits abgelehnt. Der Mond hatte sich auch schon vollzogen. Und Pater Noster Terzo Piano lag in der Versenkung und bat den Herrn um die Erhaltung der Welt. Der was? Ich höre was, der was? Der Welt. Ach, natürlich der Welt. So, der Welt. So, wie soll ich sie denn erhalten? Hört er sich den Herrn fragen, fragt er sich, fragte den Herrn, fragte der Herr ihn, fragte sich dieser. So wie sie jetzt ist. So wie sie jetzt ist. So wie sie jetzt ist. So wie sie für dich jetzt ist, nicht? Ja, aha. Und für die anderen auch? Ja, so. Die Armen, die Entrechteten, die Gefolterten, die Hungernden, die müssen das auch so erhalten, was? Nein, also kein Erhalten. Ja. Die Welt kennt kein Erhalten. Pass mal auf. Ja? Das ist ja die Welt, verstehst du? Kein Erhalten. Ja? Es geht weiter. Und weitergehen ist kein Erhalten. Jeder Schritt, jede Bewegung ist kein Erhalten. Ja, gib uns Schritte, gib uns Wachstum, Herr. Na Mensch, wohin denn noch? Wenn es euch nicht besser geht, dann geht es euch schlechter. Wenn es euch gleich gut geht, dann geht es euch auch schlechter. Nicht, was bei euch nicht besser ist, ist nicht gleich, sondern gleich schlechter, Mensch. Besser ist eine Oktave runtergesetzt, damit man mal von erhalten singt, bloß auch nicht wachsen meinen kann. Nun, nix nun, lass mal aus, wir frühen Faden habe hier. Ich soll ja die Welt erhalten, nicht weil ihr sie nicht gemacht habt, ja? Ne? Natur ist auch so schwer in Gesetze zu packen, nicht weil sie nicht von euch sind. Nur der Mensch gehört auch zum Naturgesetz, ja? Kann sie bloß nicht reinfügen, weil es nicht von ihm ist. Wo der Mensch nicht Gott sein kann, ist er doch kein Mensch mehr. Nun, nix nun! Erhalten ist Tod und Leben. Das ist ja das Naturgesetz, Naturgesetz, komm ich drauf, pass auf. Pass auf. Erhalten wollt ihr, ja? Aber den Tod wollt ihr nicht wahrhaben. Ihr wollt das Leben, aber ihr wollt den Tod ja gar nicht wahrhaben. Ihr wollt die Welt, aber ihr wollt sie ja gar nicht wahrhaben. Ein Regenbogen, der Teig euch schon den alten Goethe selig sagen lassen, der eine Viertelstunde steht. Mensch, der muss gehen, der muss verduften, da guckt doch keiner mehr hin. Der muss gehen, neu kommen, gehen, neu kommen, gehen. Den guckt man auch wieder, kapier ich, geht ihn auch so. Pater Noster Terzo Piano legte seine Zweifel in eine Opferschale und versuchte es mit einer Beschwörung. Vater unser, sagt er gerade noch, ja, das würde doch reichen. Der, du sag, was du noch willst. Dein Wille, was willst du? Unser täglich, na bitte, ich hab's ja gewusst. Jetzt kommt noch Schuld vergeben und übel erlösen, ne? Aber Herr, hör doch auf! Schuld vergeben, mein Hirte, Mensch! Wie komm ich mir vor? Wart ihr mal Hirte? Soll ich da eure Fladen latschen und euch kehren? Ihr macht aus mir einen Arbeiter, ja? Weidet mich auf grüne Aue, Mensch, Mensch! Wo habt ihr diese idiotischen Einfälle her? Völlig bizarr! Das sind doch Psalme, ach was, Psalme! Nur weil es sich nicht reimt! Pater Noster Terzo Piano versucht es mit etwas Allgemeinem, aber der Herr hatte schon kein Einsehen. Gib mir die ewige Weisheit, bat er noch um. Wie kann Weisheit ewig sein? Ja? Wie nicht, weil sie dem Gesetz des Tages unterworfen ist, Mann? Was ist das, oh Herr, hört ihn Pater Noster sich selbst anrufen. Langmut, Langmut. Das Gesetz des Tages ist, dass keiner mehr wissen will, als er weiß. Verstehst du? Er will sogar weniger wissen, als er wirklich weiß. Verstehst du? Als er für den Ewigen, nicht den Ewigen, du Rindvieh, Tag verwenden kann. Und wenn er weise ist, wenn er weise ist, vergisst er es noch am selbigen Tag. Ach.
Aha. Darf ich dich für uns wenigstens um Vernunft bitten? Nein! Du darfst um alles nur nicht bitten, verstehst du? Man kann gar nicht um etwas bitten, man geht in euren Schädel ein! Es heißt, bittet und gebt und selber was tun. Ihr bittet nur noch um, bittet und, Alte. Bittet und, macht Frieden, bittet und, weitweise, bittet und, seid vernünftig. Ihr bittet nur um, das könnt ihr haben hier. Ihr könnt die ganzen Ums haben hier, ich will sie nicht mehr. Und der Herr gab ihm tatsächlich die ganzen Ums. Ich weiß gar nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Die Präposition umgab er ihm, gab er der Menschheit und nahm ihn alle uns ab. Das christliche Missverständnis gab er der Menschheit und nahm ihn alle Bindewörter ab. Nichts hatte mehr Bezug, es hatte nichts mehr Verbindung, es fiel alles auseinander. Nur ums, zusammenhanglose ums. Na nur ums. Und natürlich, bitte. Natürlich, was darauf folgte, das ist doch klar, nicht? Und auf um folgt ja immer irgendein Fall, ich weiß nicht, wem Fall oder wen Fall oder Akkusativ oder Wegfall. Aber nur einer. Ja. Umgeht nur mit einem Fall. Mit einem Fall. Es gab nur noch den Fall, als einer von uns, Pater Noster Terzo Piano. Er war schon im Erdgeschoss ausgestiegen. Das Gnadengesuch der Menschheit war auch schon abgelehnt, auf den Knien lag und bat um. Und der um bekam mit Fall. Die ganze Welt wurde für ihn, für uns zum Fall, um zu, zum Zwecke, zum Selbstzweck. La pur la, zum zwecklosen Fall, zum Zwecke des Falls, zum Fall an und für sich. Die Welt wurde alles, was der Fall war. Abfall, Anfall, Ausfall, Durchfall, Einfall, Reinfall, Überfall, Verfall, Zerfall, Zwischenfall, Fallen. Die Welt war der Fall. Aber die Falle war die Welt. Nicht schreiben könntest, beziehungsweise dass du nicht weißt, wie man sie schreibt. Das ist mir was Neues. Nee, oder wer? Ich